Auf den ersten Blick könnte man denken, die kleinen Bretter kleben regelrecht an den Fingern. Aber Leim ist für die Fingerboarder ein Fremdwort. Ihre Kunststücke basieren auf Übung, besser gesagt auf viel Übung. Fingerboarding, die Trendsportart, die wie vieles aus den USA kommt, ist schon lange im Vogtland angekommen und freut sich immer größere Beliebtheit. Einfach das Feeling hier und die Leute. Die Art, wie man die Tricks macht, diese Kreativität, die man in den Fingern hat, wenn man selbst bestimmen kann, was man macht, wie man es macht. Das ist halt definitiv das Schönste daran. Und halt das Gefühl, wenn man einen Trick, den man lange versucht, endlich schafft. 33 Fingerboarder aus ganz Deutschland waren am 17. November in das Plauner Jugendzentrum Oase gepilgert, um den vierten vogtländischen Fingerboardmeister zu ermitteln. Unter ihnen auch der Vorjahressieger Alex Christ aus der Nähe von Koblenz. Seit gut 5 Jahren fährt der 20-jährige Fingerboard, belegte bei der Weltmeisterschaft dieses Jahr sogar den 4. Rang. Doch auf Platzierungen kommt es Alex Christ nicht unbedingt an. Die Konkurrenz und so steht hier nicht im Vordergrund. Wir fahren halt alle zusammen Fingerboard und im Endeffekt ist es egal, wer einen Contest gewinnt oder so. Der Spaß ist halt im Vordergrund dabei und das ist halt das Geile. Der Spaß stand auch dieses Mal im Vordergrund. Bei dem Wettbewerb hat jeder Teilnehmer 1 Minute, um seine Tricks vorzuführen. An den verschiedenen Hindernissen sind Kreativität, Konzentration und Fingerfertigkeit gefragt. Erlaubt ist prinzipiell fast alles. Es dürfen nur 2 Finger benutzt werden und der Daumen ist bis auf eine Ausnahme verboten. Weiterhin darf das ein paar Gramm schwere Sportgerät nicht gegriffen oder geworfen werden. Auf die Regeln achtet eine Jury, die außerdem bestimmte Kriterien in die Wertung einbezieht. Ja, man achtet im Grunde genommen auf 3 Sachen, auf den Style, wie das Ganze aussah, ob es flüssig kam oder ob es eher hakelig rüberkam. Dann achtet man auf die Konsistenz, also ist er viele Tricks versucht, aber nicht viel gestanden oder ob er viele Tricks steht. Und dann auf die Trickhärte, ob er einen harten Trick dabei hat oder viele harte Tricks macht, die nicht so einfach sind oder ob die Tricks generell sehr einfach sind. Allerdings heißt es nicht, dass ein harter Trick den besseren Style-Punkt kriegt. Also man kann auch mit einfachen Tricks 4 Style-Punkte kriegen. Es sind halt 3 Sachen, die voneinander losgelöst betrachtet werden müssen. Die Tricks haben verschiedene Bezeichnungen und kommen natürlich aus der Skater-Szene. Denn fast jeder der Anwesenden hier fährt zusätzlich Skateboard. Die bekamen am 17. November allerdings wenig Aufmerksamkeit. Wichtig war, was auf der Minirampe passierte. Für Alex Christ reichte es am Ende nicht für eine Titelverteidigung. Die Sieger in den beiden Altersgruppen kamen aus Dresden und Münchberg. Doch das Wichtigste am gesamten Wettbewerb war der Spaß. Da waren sich die Fingerboarder einig. Übrigens, wer Interesse an der Trendsportart hat, Fingerboards sind zum Beispiel in Szeneläden ab 7 Euro erhältlich. Trainiert werden kann im Prinzip überall. Gute Bedingungen findet ihr unter anderem im Jugendzentrum Oase in Plauen. Und hier heißt es auch nächstes Jahr wieder: Wer wird Lord of the Fingerboards?